jetzt hier diverse Secondhand-Shirts, die ich alle mitgebracht habe. Und heute ist sozusagen Testdrucktag. Das heißt, wir bedrucken die Motive, die ich gezeichnet habe, am iPad und am Laptop gemacht habe, drucken wir heute mal auf die Shirts und schauen mal, wie das Ganze wirkt. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, ob das Ganze geil aussehen wird. Ich hoffe natürlich und ihr seid heute dabei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, das ist auch immer ganz witzig. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man das so machen sollte, aber ich mache es immer so, dass ich auf meinem Laptop hier das Motiv öffne und dann lege ich das auf das T-Shirt drauf, um zu schauen, welche Größe das ungefähr haben sollte am Ende. Man kann das halt hier so skalieren, dass man das ungefähr einschätzen kann, welche Größe cool aussehen würde. Ich würde jetzt sagen, dass das ungefähr die Größe wäre und dann geht man einfach daher und misst das Ganze einmal nach. Hier sind wir jetzt bei 8 cm. Ja, 8×8 cm. Und dann haben wir die ideale Größe gefunden für das T-Shirt. Das wäre noch gut. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall die Maschine, wo die Magie passiert. Und jetzt heißt es einfach warten und auf das Beste hoffen. Vielleicht noch einmal kurz zum Druck, vielleicht für die, die es interessiert. Also wir benutzen hier für die Kollektion digital Direktdruck. Was so geil ist an der Druckart ist, dass du extrem viele Farben gleichzeitig drucken kannst und dass du auch eine sehr, sehr große Detailreichtum hast in den Motiven. Also im Prinzip ist das eigentlich die geilste Drucktechnik, die man benutzen kann. Die benutzt auch Off-White etc. Die werden eigentlich überall benutzt, gerade für so sehr filigrane Motive wie jetzt bei der Kollektion. Fetzt ja echt. Und natürlich das Spektakulärste ist halt einmal der Backprint. Auch in Kombination finde ich das sehr, sehr cool eigentlich. Könnte vielleicht noch ein bisschen größer. Mal gucken, ob wir da noch was machen können. Ja, das ist der aktuelle Stand. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und auch hierzu kommt natürlich dann noch so ein Hangtag, der mit drin hängt. So Leute, das war's auf jeden Fall heute mit dem Druck ausprobieren. Ich fand es sehr, sehr nice, bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Jetzt könnt ihr euch einen kleinen Einblick geben. Wir sind hier auf jeden Fall heute bei Trade Stage in Hamburg gewesen, in der Hafen City. Und die machen echt sehr, sehr nice Arbeit. Also ich kann euch die nur empfehlen. Ich verlinke euch mal deren Website in der Beschreibung. Genau, also super Leute hier auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Und ich werde jetzt nochmal alles so Revue passieren lassen, also wie die Designs auf mich wirken. Und dann werde ich wahrscheinlich nochmal nächste Woche kommen und die finalen Drucke machen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den beiden Motiven. Und auch mit dem Logo, mit den Hangtags. Alles sehr, sehr nice geworden. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Peace.